Ja, hallo Campingfreunde und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ich habe ein neues SUP. Und zwar habe ich eine Kooperation mit der Firma Coswell. Ja, und das ist ein SUP, ein Stand-Up-Paddleboard von Fitness Club. Ja, wir haben heute die Möglichkeit, das zu testen, wieder an unserem Lieblingssee, wie immer. Ja, und es gibt heute auch erschwerte Bedingungen. Es ist nämlich unheimlich windig. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt über mein Mikro. Ja, aber die nächsten Szenen, denke ich mal, sprechen für sich, weil die meiste Zeit wird sicherlich Musik dabei sein und dann könnt ihr einfach die Bilder genießen. Ja, so wie ihr es hier hinter mir seht, ist es natürlich schon komplett aufgebaut, aber wir haben es natürlich in einem kleinen Karton bekommen. So, und wir werden es dann erstmal auspacken und mal schauen, was für Teile noch alles dabei sind. Und die Szenen folgen jetzt danach. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Way back a year ago. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Ja, das Stand-Up-Paddle von Fitness Club ist 3,23 Meter lang, hat so eine grünliche Färbung, gibt auch verschiedene andere Farben. Ja, wir haben es dann erstmal ausgepackt, aufgeblasen. Dafür gibt es extra eine Pumpe, die mitgeliefert wird, die ist sowohl zum Aufblasen als auch um die Luft wieder abzulassen. Den Luftdruck von einem Bar sollte man nicht überschreiten. Was noch ein paar nette Features sind, die dabei sind, ist zum Beispiel eine Handytasche, die wasserdicht ist, so dass man zum Beispiel auch, wenn man nach Navigation paddeln möchte, auf Kanälen oder irgendwo, dann kann man das auch mit einer Navigation machen. Ja, für mich auch interessant, vorne ist eine kleine Halterung dran, wo man die GoPro befestigen kann. Das sieht man nachher auch noch in den Fahrszenen. Und natürlich ist auch wieder ein Fußsicherungsseil dabei, damit man, wenn man ins Wasser fällt, das Board nicht gleich abgetrieben wird. Man kann es dann also wieder ranziehen und kann wieder draufkrabbeln. Ja, vorne hat man noch einen Gepäckgurt, um verschiedenes Gepäck, wenn man zum Beispiel Wasserwandern machen möchte, mitzunehmen. Ja, und was auch noch bei diesem hervorzuheben ist, ist im Grunde, dass es drei Ruderpinnen unten drunter gibt, die einfach einen besseren Geradeauslauf gewährleisten sollen. Das ist natürlich gerade heute bei diesem stürmischen Wetter sehr interessant. Ja, die PVC-Außenhaut ist sehr robust und stabil, muss sie auch sein. Bei dem Luftdruck, der da drauf ist, sollte sie auch sein, falls man doch mal über einen Stock oder sowas ratscht, damit es nicht gleich kaputt geht. Ja, man kann natürlich denn auf dem Stand-Up-Paddle, wie es schon der Name sagt, auch im Stehen fahren. Muss man aber nicht, man kann sich auch hinsetzen, was heute gerade interessant war, weil um gegen den Wind anzukommen und so wenig wie möglich Widerstand gegen den Wind zu bieten, war es am einfachsten, wenn man sich dann hingesetzt hat und ist im Grunde im Sitzen gepaddelt. Wenn man nicht standen hat, ist das so wie ein Segel gewesen, also kann man fast gar nicht von der Stelle, aber es war heute auch extrem stürmisch. Thank you.
Ja, als wir es dann befüllt hatten, haben wir es erstmal ins Wasser gesetzt. Ja, und ich bin eigentlich nicht der erfahrene Stand-Up-Paddler. Ja, aber ich fühlte mich gleich recht sicher auf dem Board. Ja, sowohl im Stehen als auch im Sitzen nachher. Ja, und unser Sohn und seine Freundin waren auch mit dabei und Sarah, also seine Freundin, die wollte das natürlich auch gleich mal testen. Ja, ich bin dann hinterher gepaddelt bzw. hinterher geschwommen, ja, und habe noch ein paar Aufnahmen dann auf dem Wasser gemacht. Ja, der Wind hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Wir werden jetzt so langsam die Segel streichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden das zum Trocknen noch kurz in die Sonne legen und die Luft wieder rauslassen. Alles wieder verpacken. Praktisch ist dazu natürlich auch dieser 10 Liter Rucksack, den man dabei hat, wo man das Stand-Up-Paddel wunderbar reinpacken kann, so dass man es dann auch mit Schultergurten auf dem Rücken tragen kann, um zum Beispiel zum nächsten See zu wandern. Ja, das soll es für heute auch erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein paar schöne Szenen seht ihr noch zum Schluss. Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Camper Marco.